Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu der neuen Ausgabe von Transport Fever 2. Ja, hier in Tokio wird jetzt der erste Zug starten. Der erste Passagierzug. Und zwar nehmen wir da, was nehmen wir denn da? Natürlich wieder einen Diesel. Erstmal. Und natürlich diesen China-Typ. Ja. Machen wir erstmal einen. Und zwar soll der fahren von hier nach Bangkok. Mal schauen, ob der, ja, ob das was bringt. Ich muss hier unbedingt noch ein bisschen was modifizieren, sehe ich gerade. Und zwar ist das der Bahnhof. Das hier ist der Güterbahnhof. Genau. Busse laufen auch schon. Perfekt. So, jetzt fehlt dann nur noch eine Zugverbindung nach Caloocan. Da müssen wir noch ein bisschen was machen und zwar eine Verbindung herstellen. Und zwar hier vor dem Tunnel muss man so eine Querverbindung mal herstellen. Wirklich so, dass da niemand behindert wird. So, ja, genau. Ich glaube, da machen wir hier ein Signal hin. Ist fein. So. Dann würde ich das abreißen und das auch. Einmal Signale hier. So, genau. Wir müssen die da halten. Ist hier der Zug frei, dann fährt er hier so ein Slalom ein bisschen. Ja, noch nicht. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, ob das was bringt. Auch hier werden wir jetzt einen Zug draufsetzen. Und zwar eine Linie von da nach. Nee. Falsch. Na hier. Gut, muss natürlich jetzt einpendeln, ist auch klar, aber gut, immerhin werden wir da mal was tun. So, die brauchen auch Waren, Werkzeuge, Brot und Treibstoff. Ja, theoretisch könnte man hier noch eine Linie draufsetzen, ne? Würde ich vorschlagen in Sachen. Nehmen wir aber mal die. Nehmen wir. Ja. Mal schauen, ob das funktioniert. Neue Linie. Von hier nach. Kann nicht gefunden werden. Nicht. Ach, weil da wieder keine Verbindung ist. Das ist wieder keine Verbindung. Ja, ist klar.
kommst du natürlich nicht runter. Und auch nicht rüber. Oder wollen wir es anders, dann müssen wir das tatsächlich so machen, dass der... Kommt zu beiden nicht hin, ne? Das ist blöd. Die ganze Brücke nicht hoch. Pass auf, wir machen das anders. Hier noch ein drittes Gleis hin. Die Frage, kommt das hier hoch? Nee, oder? Könnte funktionieren. Tja, die Frage ist jetzt nur die, fährt der auch? Ja, der fährt tatsächlich. So ist richtig. Genau. Dann schauen wir mal, ob das was bringt. Ja, treibstoffmäßig. Oh, hier, schauen wir das hier an. Leute, was ist hier los? Die alten drauf oder was? Nee. Doch. Na, kein Wunder. So, jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr Kapazität draufbringen hier. Machen, der muss Diesel liefern, ne? Nee. Wo muss der hin? Hier hin. Na, der ist voll. Ausgerastet, meine ich. Okay, das ist klar. Wir hätten da hinten noch eine Ölquelle, die hier. Theoretisch. Ja, die könnte man da anschließen, das wäre eine Idee. Ja, das können wir machen. Dann fährt man hier praktisch vorbei. Ja. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir. Da reicht aber erstmal ein Gleis. Sagen, das ziehen wir dann hier hoch. Wenn wir das Depot jetzt mal kurz beiseite schieben,
kommt doch nicht auf dem Gleis rüber, ne? Ah, das ist blöd. Das ist jetzt blöde. So, machen wir es anders. Nee, es ist schlecht hier. Das klappt, aber das andere nicht. Oder so. Nein. So ist fein, ne? Jetzt machen wir es eben so, dass wir hier Richtung Depot hier einfädeln. Erstmal hier einfädeln, dann brauchen wir hier wieder Signale. Genau, gut, wunderbar. So, und der fährt dann hier entlang, kommt dann hier hoch, ja, und muss dann hier rüber. Schwierige Geschichte wieder. Das ist das richtige Slalom hier, was wir hier bauen. Moment. Geht es nicht? Doch. Ist fein. Naja, da ist wieder so ein. Ich weiß auch, worum es nicht geht. Warte. Nochmal zurück. Genau. Hier noch ein Signal hin und. Hier. Dann biegt er hier ein und fährt dann hier durch, ne? Bis hierher. Jo. So sieht's aus. Und dann werden wir hier mal wieder einen Zug kaufen. Einen Diesel. Einen Kesselwagen auf jeden Fall. So, dann eine Linie.
von hier nach hier. Und war Rohöl jetzt schwarz, ne? Ich glaube schon. So. Fährt. So soll es sein. Dann kriegt jetzt Tokio eigentlich Brot. Natürlich nicht. Jawohl. Ja, doch mühsam, mühsam. So liefern die jetzt hier Brote ab oder was? Ist ja auch geil. Wir holen den Weizen. Was ist denn das für ein Käse? Der Weizen hier hin. Warum das denn? Und dann wird der Weizen wieder woanders hingeliefert, oder was? Ach, wahrscheinlich hier rüber, ne? Boah, ist alles schwachsinnig hier. Also. Der liefert den hin, der andere holt ihn wieder ab. So kann man auch Geschäfte machen. Verstehe ich nicht. Ne? Tut mir leid. Müssen wir so hoch? Warum? Gut, dann werden wir es anders machen. Dann werden wir jetzt hier noch ein paar draufsetzen. Zwei Reichen. So. Bin mal gespannt, ob das was bringt. Und dasselbe machen wir auch hier. Rückfahrt. Also Brote müssen hier genügend haben. Ne? Ja, das stimmt. Da kann sich niemand beschweren. Das ist klar. Gut. Da ist auch noch eine Ölquelle. Mhm. Da können wir noch Stahl. Mhm. Werkzeugfabrik haben wir hier nicht, ne? Doch hier unten. Tatsächlich. Okay.
fährt doch hin und her, oder? Das schafft er sowieso nicht. Aber den müssen wir klonen, weil das packt der nie. So. Irgendwas ist hier los. Sachen Einnahmen, wenn wir kurz Fahrzeuge anschauen hier. Aber was macht eigentlich mein Schiff? Geht's ihm noch gut? Hat es wenig zu tun? Was ist da los? Sieht gut aus. Passt. So. Mal schauen, wer hier Minus macht. Das würde mich mal interessieren. Ab und zu muss man mal wieder nachschauen, wer hier aus der Spur tanzt. Wer hier jetzt, warum das denn? Ist noch frei. So, nee, noch nicht. Okay. Das ist ein bisschen langsam, ne, unterwegs hier das Ganze. Ja, wir sollten mal wieder die Schienen aktualisieren. Ja, ich sehe schon, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Aber das mache ich offline, dass wir hier im Westen auch die Schienen alle auf Vordermann bringen. So. Ist der ausgelastet hier? Ja. Der passt wunderbar. Oder hinten ist wieder einiges. Also die Linie hier, die ist schon wirklich geil. Warte mal. Da setze ich mal noch ein paar Anhänger drauf, weil das ist schon wurscht. Genau. So.
Tokio. Ich muss da aus. Ja, so langsam kommen die ins Rollen in Sachen Passagiere. Ja, genau. Stück für Stück. Wird schon. Gut, Shanghai wäre jetzt nicht so weit weg, dann könnten wir ja, hier rüber vielleicht eine Strecke bauen. Wow. Hier bei Kaidokan müssen wir auch mal die Bushaltestellen überprüfen. Das sehe ich gerade, die sind auch nicht mehr up to date. Ist auch wieder einiges getan, ja, Stadtwachstum. Genau, nach der 4 kommen die dann und die und die. Können wir auch noch ein bisschen was tun in Sachen, schon, in welchem Takt sind die unterwegs? Ah ja, das geht. Gut, wunderbar. Oh, ich sehe schon wieder, die Folge ist fast zu Ende. Ich werde hier noch ein bisschen rumdoktern in Sachen Bushaltestellen. Ah ja, hier ist auch noch eine ganz wichtige Sache. Das ist immer weg. Genau, das muss richtig. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hinterlassen, ein Abo nicht vergessen. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr von Transport Fever 2. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir werden wieder ein bisschen Bus fahren, ne, würde ich sagen. Wo ist denn hier der Bus? Da ist einer.